Ich schwitze, Mutter. Ich öle. Mir läuft die Jauche den Canyon runter. Meine Buchs sieht schon aus, als hätte ich eingepullert. Man könnte die Mütze absetzen, aber das wäre ja Quatsch. Aber ich glaube, je wohler er sich fühlt, desto weniger Ausdauer verliert er beim Laufen. Ist nicht viel, aber so ein bisschen, ja, ein bisschen hier den Laufwind, ne? Kühlt den Kopf ein bisschen ab. Müsst ihr hier hinlaufen, ne? Oh, ich laufe hier ständig Bögen. Ich brauche echt einen Kompass, damit ich mich besser orientieren kann. Vor allem, du läufst hier 50 Meter. Ja, du legst überhaupt keine Strecke zurück, ne? Wenn du denn noch im Bogen gelaufen bist, da kommst du gar nicht vorwärts. So. Oh, einmal Streckübung. Oh. So. Warm gemacht und jetzt geht's weiter. Ist denn das zu fassen? Hier war eine Mücke. Ah, ja. Oh Gott. Leichter Leck. Sektor A3. Ist voll weit weg, ne? Ja, genau, als ob ich mir den holen kann. Hier ist auch gar nicht mehr so grün. Ich weiß, warum die Leute alle so mittig sind. Da ist nicht zu warm, da ist nicht zu kalt. Und ich bin immer hier unterwegs. Und hier ist es selbst im Wald übelst warm. Ich habe hier auch total vertrocknetes Gras und sowas. Deswegen sind die Leute alle immer so mittig. Ah, das macht natürlich Sinn, ne? Da hast du die Hitze, hast du da nicht so? In der Mitte? Du hast guten Loot. Viele Städte, Häuser. Ich denke mal auch, dass der Anbau von Kürbis und Co. da besser gelingt, ne? Ich weiß nicht, wie weit das Spiel in die Materie reingeht. Wobei Wassermelone zum Beispiel wächst ja auch da, wo ich bin. So. Nach ein paar Anläufen durften wir uns wieder verbinden. Das heißt, wir können auf jeden Fall schon mal bis nach Hause laufen. Oder bis zur Flagge und die erste Werkzeugkiste da reinschmeißen. Und dass ich die andere nicht bauen konnte, das könnte auch daran gelegen haben, es konnten ja Leute hier auf dem Server nicht mehr interagieren. Also die konnten auch nichts machen, nichts greifen, nichts aufnehmen, gar nichts, ne? Und möglicherweise konnte ich deswegen, weil er hat ja bei Brechstange immer 0 angezeigt und ich hatte ja eine sogar im Inventar, eine richtige Brechstange. Und ich gehe davon aus, dass das vielleicht schon dieser Fehler war, der aufgeploppt ist, wo dann alle Probleme hatten. Aber das dürfte sich ja, wenn wir zurück sind, erledigt haben, ne? Vielleicht können wir dann sogar die zweite Werkzeugkiste craften. Wäre auf jeden Fall geil. Ist halt echt kacke, dass ein hier immer warm ist. Ich hätte doch mehr Richtung Mitte gehen sollen, glaube ich. So, dass man nicht die ganze Zeit hier... Yeah, I'm feeling slightly warm.
Oh, ich könnte jetzt darüber oder ich gehe nach rechts und gehe dann links rüber. Ist eigentlich Lachs wie Soße, ne? Warte mal, wenn wir jetzt aber links gehen, ist ja alles verbunden, ne? Ist doch scheißegal. Gehen wir hier rüber. Wechseln wir einmal die Uferseite. Hallo, hello from the other side. Hello from the other side. Ich könnte mal ein bisschen Motivation gebrauchen hier in dem Spiel. Wie sieht's denn damit aus? Oh yeah. Kleiner Moment. Wir müssen eine Pause einlegen. Okay, aber gleich kommt die Motivation. Und ab geht die Post. So. Ist das nicht die Stelle, wo mir das letzte Mal der Bär entgegenkam? Es könnte sein, dass wir... Ich würde hier nochmal Ausdauer punken. Ja, Musik hat mich kürre gemacht. So. Ausdauer tanken meine ich natürlich, ne? Ausdauer tanken. Aber es war ja auch irgendwie nicht der richtige... Sound, zu meinem Spielstil zum Beispiel, würde das ja viel eher passen mit... Achtung. Oder vielleicht... Wobei, das passt hier nicht so. Oh, das ist okay. Aber hier sind auch Häuser. Oh, ich habe mir das Schienbein verstaucht. Das ist so typisch. Wir gehen hier lang. Na gut, machen wir wieder aus, ne? So. Copyright, ich komme! Sie können dieses Video nicht monetarisieren, weil Sie da ein Musikstück abgespielt haben. Ich kann sowieso nicht monetarisieren. Ist mir egal. So. Ich kann mich hier auch gar nicht hinlegen, ne? Doch. Und voll. Weiter geht's. So, wie weit haben wir es denn jetzt mittlerweile noch? Oh Gott. Oh my goodness. Oh my God.
Look at that butt. Nee, Hörbutt, ne? Hörbutt. Ja. Oh, ein Steintrampelfahrt. Oh ja, mhm. Sehr schön. Nicely, nicely. Ich muss weiter nach links. Sonst laufe ich viel, viel weiter, als ich muss. Ich könnte eigentlich so laufen, ne? Das müsste... Ja. Ich glaube, das kommt hin. Diese Berge. Ah, bergab. Oh, diese Berge. Okay, hier ist die Straße, ne? Wenn ich jetzt hier geradezu... Ich könnte auch links einfach der Straße folgen, aber... An den Straßen hast du eher Zombies als in den Wäldern, ne? Ich glaube, ich habe legit, ich habe zwei Zombies gesehen in dieser Lagerhalle. Und das letzte Mal, als ich einen Zombie gesehen habe, das war, als ich durch diese Stadt gelaufen bin, wo ich gesagt habe, da sollte ich besser nicht durchlaufen. Und das war nur einer. Das kenne ich. Oh. Ich bin fast zu Hause. Bin ja auch nur knapp eine Stunde gelaufen. Und was hast du so am Wochenende gemacht? Oh, ich war erstmal joggen. Da eine Stunde bin ich gelaufen. Ja, aber am Rechner gesessen und gezockt. Oh, was hast du denn gezockt? Jogging Simulator. Was ist das denn? Na, du läufst da eine Stunde doof durch den Wald. Ich kann meinen Kreis sehen. Oh, und ich fühle mich immer noch wie neugeboren. Ich bin noch gesättigt. Ich bin gedürstet. Also voll hydriert. Voller Gesundheit. Oh, pass auf. 10 Werkzeugkisten drin. Ich brauche die andere, brauche ich nicht mal bauen. Nägel sind auch schon drin, Bolzen. Jetzt brauche ich nur noch 10 Tücher und 10 Schrottteile. 10 Tücher, 10 Schrottteile. Die kriege ich auch noch hin. Dann packe ich die Werkzeugkiste in die Kiste. Ich packe die Kiste in die Kiste. Na, fürs nächste Mal. Wer weiß, wofür ich die noch brauche. Aber doch, optisch ist doch hier viel schöner, oder? Man darf ja nicht immer praktisch denken. Man muss ja auch mal dran denken, was sieht denn schöner aus? Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Zombies? Nicht gut. Okay, die Axt ist nicht die schnellste Waffe. Nein, du haust mich nicht, junge Dame. Nein. Ich bin wegen deinesgleichen gerade erst draufgegangen und eine Stunde hierher gelaufen. Oh, du Miststück. Au. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Ich habe aber keine Gesundheit verloren. Ich habe nur 2 C1-Verletzungen. Okay, das ist in Ordnung. Okay. Ich hätte jetzt so deinstalliert, wenn ich draufgegangen wäre. Ich hätte das Spiel so in den Sand geschmissen. Eine Stunde laufe ich quer über die ganze Map, komme gerade an und gehe drauf, oder was? Da wäre ich aber ausgeflippt. Da wäre ich richtig ausgerastet, glaube ich. Oh, hier, guck mal, hier haben wir noch ein bisschen Schrott. 10 Schrott brauchen wir, ne? Und das ist ja prinzipiell immer das Gleiche. Hat er geschrien? Alter, ist er schnell. Nein. Nein. Okay, der hat nicht geschrien. Alter. Wieso ist denn jetzt hier so viel los? Ich habe mich eben gerade beschwert erst, dass ich keine Zombies sehe.
Das sollte aber nicht heißen, dass ich welche haben will. Ich will mich lieber weiter beschweren. So, ja, und jetzt komme ich gleich in eine Bude und wurde geplündert. Schlösser geknackt, Kisten leer, nicht eine Sache mehr drin. Okay, ja, alle Schlösser sind noch intakt. Okay. Metall. So, hier würde ich... Ich würde erstmal... Erstmal kommt der Rucksack wieder drauf. So, dann können wir... Ich habe irgendwo unterwegs die Werkzeugkiste gedroppt. Ich habe irgendwo die Kiste gedroppt. Muss jetzt erstmal Platz machen. Wir brauchen 10 Teile. Drei sind noch draußen. 1, 2, 3, 4, 5, ne? 3, 4, einen lasse ich da. 5, 1, 2 und die anderen sind im Auto. Werkzeugkiste haben wir zumindest schon mal verbaut. Vielleicht liegt die eine da ja gleich noch. Okay, Baumwollhulli. Der kommt raus, das geht rein. Die bieten gleich viel Platz, ne? Dann lasse ich den Hoodie an, weil der noch nicht so kaputt ist. Okay, dann brauche ich ja das ganze Werkzeug erstmal gar nicht. Schon mal geil. So. Einmal ausstatten. Die Axt bleibt auch am Mann. Die Jacke lasse ich noch drinne. Ja, gut. Kann ich? Aber das geht bestimmt nicht, ne? Nein. Okay, aber die kleine Tasche würde ich noch mitnehmen. Zum Tragen. Okay, und dann, was war das andere? 10 Lumpen, ne? 10 Lumpen. Wie viele sind denn da immer drauf auf so ein Bündel? Einige. Okay, einige sind drauf. Ich nehme mal 2 so eine Dinger mit noch. So. Und dann hole ich mir jetzt einmal den Schrott aus der Karre und dann baue ich die Flagge. Dann habe ich mein allererstes Bauelement gebaut. Ich sollte dann vielleicht auch anfangen mit Zäune ziehen und sowas. Damit ich nicht unbedingt... Aber ich will eigentlich keine Zäune. Ich will mich eigentlich gar nicht so einmauern, weil ich den... Ich will ja die Aussicht haben. Oder mein Erdgeschoss ist quasi erste Etage. Das können wir auch machen, ne? Dass wir uns ein bisschen höher bauen. Aber jetzt ist mir ziemlich heiß. Aber das sollte dann auch gehen. Wenn wir uns höher bauen... Müsste das optisch wieder reinpassen. Parksensor, ich nimm's mal mit. Ich, keine Ahnung. Ich kann den auch nur untersuchen. Ich kann nichts anbauen oder abbauen, ja? Da muss ich mich echt mit auseinandersetzen, wie man diese Karren wieder instand setzt. Aber merkst du schon mit dem Gewicht, ne? Jetzt haben wir uns wieder dick angezogen, vollgepackt. Jetzt geht auch die Ausdauer richtig schnell wieder runter. Jetzt wäre ich nicht eine, sondern 2 Stunden gelaufen. Bei der Strecke. Wie sehen meine Schuhe aus? Ey. Auf den Weg hierher fast komplett runtergerockt, ja? Wir haben 4/5... Gesundheit der Schuhe runtergerockt, weil wir hergelaufen sind. Das ist ein Witz, oder? Das ist ein Witz. Ja, bei Gelegenheit mal, wenn ich neue Schuhe finde, einmal austauschen. Da ist die Flagge. So. Hä?
Was für... Achso, die Lumpen. Ja, ja, ich muss die ja noch auspacken. So, 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Nochmal. Bisschen vollgeschissen, aber das reicht für eine Flagge. Ein Lumpen fehlt mir. Den nimmt er nicht. Der ist zu zugeschissen, ja? Der ist zu dreckig. Okay. Ah, der war nicht so dreckig, sondern, Lumpenschuhe. Nein, er hat den, er hat das, oh, jetzt kann ich die nicht zusammenbinden. Was hat er damit verbaut? Ärgerlich. Aber jetzt habe ich die Flagge mal fertig. Man sieht den Ring jetzt gar nicht mehr. Jetzt weiß ich gar nicht, wie weit ich bauen kann. Ich glaube, die Flagge baue ich letztendlich ein. Die braucht man ja nicht sehen, dass die hier so auf dem Boden steht. Vielleicht setze ich mal eine neue. So, jetzt möchte ich einmal gucken. Base Building. So, die Flagge haben wir gebaut. Ah. Und jetzt darf ich nämlich auch diese Plateaus bauen. Und angenommen, man würde einen Zaun bauen, ne? Ich gehe jetzt mal davon aus, ich darf das hier hinmalen und kann das abreißen. Ja. Okay, und angenommen, ich würde sagen, hier, wir bauen so einen Schutz. Halbe Wand, Zweigwand, ne? Dass wir, achso. Dass wir sowas bauen wollen. Okay, das kann ich nicht bauen. Entweder bin ich nicht fähig oder das ist das Falsche. Zweigtür. Zweigrahmen. Wieso kann ich keine Wände bauen? Holztor. Flugzeugtür. Kann ich hier Flugzeuge bauen? Oder reparieren? Das wäre natürlich geil, ne? Wahlgrubenfalle. Wie sieht die aus? Achso, okay. Kann ich hier Löcher buddeln oder... Guck mal, hier kann ich noch Garten. Könnte ich auch machen. Kann man anbauen, das ist auch cool. Aber wo ist denn hier... Oh, hier zum Abschrecken. Menschliche Trophäe finde ich auch geil. Man kann ja ein bisschen was bauen, ne? Hier haben wir noch Wachtürme. Aber wieso kann ich keine Wand zur Außenwelt bauen? Das wäre doch eigentlich genau das, was man als erstes bräuchte, um sich hier ein bisschen einzuzäunen, ne? Holzbarrikade, das wäre auch nicht schlecht. Schießschadenwand. Ah, Zweigwand. Nur wieso kann ich die nicht platzieren? Braucht die ein Fundament? Ah, kann ich da auch nicht anmalen? Wieso können wir das nicht anmalen? Fragen über Fragen. Oh, mein Buddy ist ganz schön warm. So. Das sollte erstmal reichen. Defense. Habe ich das nur noch nicht freigeschaltet? Hier sind die Tore. Türen. Holzwand. Aha. Ja, so wird auch ein Schuh draus. Wir müssen nämlich so einen Pfahl stellen und dann können wir... Aha. Oh. Okay. Würde das denn von der Höhe gehen? Wenn das die Terrasse wäre?
Also ich sag mal, da wo die Terrasse ist, würde ich den wahrscheinlich so dicht dran bauen. Also komplett hier gegen. Damit ich, wenn ich auf Terrasse bin, auch wirklich hier die Aussicht genießen kann, ne? Okay. Können wir aber erstmal abreißen. Fundament, weiß ich nicht, wollen wir das auch abreißen? Weil höher ging ja nicht, ne? Können wir nochmal gucken. Fundamente. Okay, ich kann es über der Flagge gar nicht platzieren, weil es zu hoch wäre. Und wenn wir so ein halbes Fundament drunter setzen... Ach nee, das geht ja auch nicht. Oh, nö. Das heißt, ich kann die Flagge auf Anhieb nicht... Oder muss ich die hinter einer Treppe oder so verstecken? Okay, aber dann würde ich das Fundament trotzdem... erstmal ausrichten. Der erste ist am wichtigsten. So, ne? Eher so, dass man nach da guckt, als dass man nach da guckt. Okay, so hoch wie es geht. So, was brauche ich denn dafür überhaupt? Ich brauche lange Stöcker, ich brauche Baumstämme, Seile und Schwert. Machete. Ein Hackebeil. Das kann nicht wahr sein. Ich habe aber jetzt auch kein Messer einstecken, ne? Doch. Oh Mann! Obwohl, guck mal, Steinmesser geht auch. Dann würde ich davon, die würde ich opfern. Dann würde ich hier Steinmesser reinschmeißen. Ne, Steinmesser reinschmeißen und... Ich kann ja mal so einen Baum fällen. Die wachsen ja nach, ne? Bin ich der Meinung. So, ich will nur mal gucken. Ich kann auch immer maximal einen nehmen, ne? Oha, da wird der Bau aber auch eine Weile dauern. Ich bräuchte vielleicht jetzt, jetzt ist der Moment, wo man vielleicht so ein Holzlager macht. Dass man sich erstmal das ganze Baumaterial zusammensammelt. Und dann im Anschluss aus dem Holzlager rausnimmt. Ja, als wenn du jetzt jedes Fundament einzeln läufst. Das wäre voll doof. Mein, in Masse geht es nicht schneller, aber es wäre trotzdem voll doof, ne, wenn du die ganze Zeit einzeln läufst. Achso, da kommen nur drei rein. War mir so, als hätte ich das auch erwähnt, ne? So. Okay, dann... Ich mach mal das rein, was reingeht, ne? So. Das nehmen wir hier alle schon mal weg und dann stopfen wir da die Äste mit rein. Und zwar lange Stöcker brauchen wir. Lange Stöcker braucht das Land. So, zwei. Ich glaube, drei Stück brauche ich. Ich kann nur einen mitnehmen jetzt. Aber ist ja nicht weit. Drei Stück, ja. Okay, ne, es geht ja. So. Und der letzte. Und dann müssen wir erstmal Baumrindenseil machen, ne? Auch nur drei Stück. Also es geht. Es ist gar nicht so teuer, wie ich dachte. So. Wird natürlich ein... Nee, warte, wir brauchen vier, ne? Eins, zwei, drei, vier. Baumrindenseil. Oh, das reicht alles hin. Okay. Jetzt habe ich gar kein Messer gebraucht. Ist ja nicht schlimm, ne? Ich will mich nicht drüber beschweren. Oh, cool. Und das würde ich so nach hier hinten ausziehen, ungefähr bis hier. Es muss ja nicht so groß sein, ne? Man kann ja später erweitern.
Aber so, dass man hier hochkommt und dann hier so eine kleine Treppe hin. Muss die Treppe, oder kann man eine schräge machen? Schräge. Zweigdach. Kann ich das hier... Ich kann es nach oben machen, aber nicht nach unten, ne? Nee. Oh, nö. Haben wir hier noch irgendwie die Möglichkeit, dass wir eine schräge statt eine Treppe setzen? Weil die Treppe ist ja dann wahrscheinlich auch wieder von der Höhe abhängig. Nee, ich glaube... Zweigtreppe. Aber ist eine kleine. Also wir können, wenn wir das Dach hier weiter ausziehen, bis das Fundament bis hier ungefähr, dann könnten wir vom Boden aus hier hochlaufen. Und das kannst du ja in alle Richtungen machen, ne? Du könntest ja hier... Hier käme wahrscheinlich nur ein Fundament daneben. Maximal zwei, und dann könnte man den auch hier ansetzen. So. Okay. Und dann müsste man das im Nachhinein ein bisschen verkleiden mit Zaun, ne? So ein bisschen zumindest. Ich kann hier ja gar nicht bauen wegen der Flagge. Oh, ich verraff das jedes Mal. So, aber wenn ich die Flagge... Muss ich die immer einzeln setzen? Oh nein. Oh nein. Ich dachte, ich kann die zumindest schon mal so ein bisschen anzeichnen, dass ich auch sehe, wo ich hinkomme, bevor ich hier baue. Und dann ist das Kacke. Und hier kann ich auch nicht bauen. Wieso kann ich jetzt hier nicht bauen? Kann nicht platziert werden. Keine Verbindung zum Boden. Nein. Tu mir das nicht an. Das heißt, ich müsste echt so weit runtergehen, dass ich... Oh, nö. Aber was ist mit meiner Terrasse? Ja gut, ich sag mal, letztendlich... Es kommt ja eine Etage drauf, ne? Aber ich wollte schon Platz sparen. Oder Material. Ich wollte jetzt nicht hier... Dann müsste ich den tiefsten Punkt annehmen. Dann müsste ich mir vorher überlegen, wie breit will ich werden. Müsste den tiefsten Punkt... Und dann müsste ich auf dem Punkt bauen. Keine Verbindung zum Boden. Aber wenn ich jetzt hier sagen würde... Ach, das wäre da unten, ne? Das wäre wieder zu tief, ja? Ach, hier darf ich auch nicht. Kann nichts... Überlappung. Hm. Okay. Und wenn ich jetzt, wie mache ich denn das weg jetzt? Cool. Und angenommen, ich will das jetzt nochmal abreißen. Okay, das geht. Und das ganze Baumaterial ist weg. Das ist, ja, auch schön. Okay. Dann muss der nochmal weg. Und der muss nochmal weg. Okay, und angenommen, wir würden den auf der Höhe setzen. Weil uns das ja auch viel besser gefällt. Wir machen so tief, wie es geht, ne? So. Okay, das würde gehen und dann ist das hier mit der Tiefe auch kein Problem. Lediglich hier mit der Höhe. Also ich könnte nicht so weit nach hier gehen. Mit dem Bodenfundament, ne? Oben drüber, ja. Ich frage mich, wie weit über der Fahne darf ich nicht bauen? Weil ich wollte die ja eigentlich einbauen, ne?
Das war ja auch mein Grundgedanke, warum ich die hier platzten. Ja, gut. Wenn wir die auf lange Sicht gewechselt haben, denn... Also woanders platzieren, dann sollte es auch wieder gehen. Okay, ich schmeiße jetzt einmal hier, dass wir unser erstes Fundament heute noch fertig haben. So. Ja, unser erstes Fundament, was an Ort und Stelle bleibt. Oh, das mache ich sowieso am liebsten, ne? Also, statt diese Zombies jagen und sowas, am allerliebsten bauen. Bei so einem Spielen. Das macht mir irgendwie am meisten Spaß. Klar, hin und wieder mal so ein bisschen Abwechslung, Action, ne? Aber so grundsätzlich, das Bauen finde ich immer noch am geilsten. Aber ich glaube, jeder. Sonst würden die Leute eher Shooter spielen oder sowas. Ne, wenn sie das Bauen kacke finden würden. Okay, noch nicht dabei. So. Jetzt noch der hier. Dann haben wir die schon mal fertig und dann kommt nur noch das Seil, ne? Ne, das haben wir ja schon drin, oder? Okay, Seil ist drin. Ein langer Stock fehlt noch. Ein langer Stock. Habe ich nicht mehr. Da. Mein erstes Fundament. Oh, ist das schön. So, mal gucken, wie ist denn das zu Hause? Ah. Doch, ich denke, wenn das hier die Terrasse ist und das wird die Aussicht. Geil. Okay, und jetzt wollte ich nur noch mal gucken, warum ich den überhaupt auch unbedingt schon bauen wollte. Mhm. Cool. Okay, also vielleicht mit Wänden, ja. Vielleicht muss ich erst... Wie kennt sehe ich das denn? Ah. Vielleicht muss ich erst Wände stellen und dann kann ich eine Decke oder sowas machen. Auf jeden Fall nicht Fundament auf Fundament. Ja, wahrscheinlich Wände. Macht ja auch eigentlich mehr Sinn, ne? Ja, schön. Dann geht das hier auch mal ein bisschen vorwärts. Du, 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 du. Das hätte ich beim Bauen anmachen sollen. Und beim Holzfällen. Maskuline Musik. Zum Bäumefällen. Ja, ja, ja. So. Ah, schön. Ich bin wieder gesund. Ich bin wieder an Ort und Stelle, wo ich hingehöre. Ich habe das erste Fundament gebaut. Wir haben gut Sachen gefunden für die Kiste. Kisten sind ja auch gut gefüllt, muss man ja sagen. Ich glaube, ich kann zufrieden sein. Also beschweren sollte ich mich nicht. Klebeband habe ich in einer anderen Kiste, ne? So, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Einschalten, Mitmachen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.